Hallo und herzlich willkommen. Was testen wir denn heute? Haribo Süßsee. Oh, die Süßsee, die kennt man natürlich. Die ist ja auf jedem bekannt. Die ist da. Ist das nicht die mit den Zuckeratollen? Ich habe leider keine Gags vorbereitet. Ich freue mich nur auf, was auf der Packung drauf ist, der lustige Haribo-Bär, eine Muschel, eine Krabbe und einen Seestern. Und ich schätze mal, danach schmeckt das dann auch, oder? Hier in dem Kleinen gibt es auch noch Anker und Seepferdchen und... Und Oktopus! Allerdings nur vier, denn da ist kein Oktopus, sondern ein Quadrupus. Ein Quadrupus, genau. Perspektive fürs Malen ist auch nicht mein blödes Euroloch. So, dann... Ich habe eine Muschel. Hätte ich mal drei, wüsste ich das Geheimnis. Ich habe auch eine Muschel, aber ich glaube in einer anderen Farbe. Tut mir leid für dich. Sehr apfelig und sauer. Obwohl gar nicht die offizielle Sauerliste drauf ist. Ich finde das auch ein bisschen sauer. Überhaupt nicht. Wir haben normalerweise die Zitronen-Skala. Ich habe hier nicht Apfelgeschmack, sondern... Es ist der Geschmack kommt mir aus Tropi Frutti bekannt vor, aber ich kann es nicht mehr beschreiben. Schmeckt es wie Oktopus? Nee. Miesmuschel? Kann ich nicht beantworten. Du musst es mal beim Asiaten irgendwie herzhafter in das Buffet greifen. Ich kann dir sagen, wie Oktopus schmeckt. Also es könnte ja schmecken nach Pfirsich. Der schmeckt wie Pfirsichringe. Und auch nicht ganz so sauer. Ich glaube, der Apfel war extrem sauer. Ja, irgendwie hat Haribo. Aber er hat halt auch so eine leichte Säuerlichkeit draußen an der Zuckerschicht. Ja. Haribo hat gerade hier dieses große Piraten-Süß- und Wasser-Thema. Und auch das schmeckt wie Pfirsich. Wie wir es ja schon aus den neuen Haribo-Gummibärchen kennen. Den limitierten Rätsel-Editionen dann sondern auslaufen müssen. Ja. Aber ich entschuldige mich nochmal, es ist Grapefruit, nicht Himbeere. Habe ich so gleich falsch hingeschrieben, obwohl ich auf meine tolle Liste nichts mehr erkannt habe. Ja. Noch ein blauer Fisch. Nehmen wir den blauen Seestern, die werden schon gleich schmecken. Bei für dir ein, wonach der schmeckt. Auch für sich? Nee. Kirsche? Ich finde, der schmeckt ein bisschen nach den Kirschen. Oder sei es nur der grüne Teil der Kirschen. Ja, kurzum, die Süßsee. Ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig originell. Und ich finde die Figuren relativ groß. Das stimmt. Besonders wenn die Tagesdosis wieder nur drei Stücken sind. 25 Gramm hätte ich mal gemessen. Das sind bestimmt drei Figuren. Allzu viel mehr sollen es nicht sein, das stimmt wohl. So. Kann man essen? Muss man nicht. Also ich muss sagen, es ist jetzt nicht das, worauf ich wirklich gewartet habe. Nee, es ist einfach nur eine neue Form. Nicht neue so Form. Was Neues wie bei diesen Cupcakes oder diesen anderen Quark, wo sie komplett neu sind. Ja, aber das sind vor allen Dingen neue Formen. Die Formbauer wollen ja auch was zu tun haben. Und wir haben ein Mittagessen. Ciao.